Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute Kellogg's Special K Biscuit Moments Chocolate. Kellogg's Special K, da sind 5 Dinger drin. Ja, ist alles auf Englisch, aber das Ganze ist aus Griechenland, beziehungsweise aus der Griechenland-Box von Snackbox die Welt. Ja, ist interessant, weil hier ist wirklich alles auf Englisch. Nein, stimmt nicht. Da sind ein paar Sachen auf Griechisch. Und hier ist auch Griechisch. Also es scheint es hier in UK und Griechenland zu geben. Keine anderen Sprachen drauf. Interessante Kombi. Also Insel und ganz viele. Land mit ganz vielen, vielen Inseln. Ja, Special K. Ich kenne das bisher nur als Cereal, was man sich dann mit Milch, also in der Schüssel und dann Milch drauf und dann, und dann löffelt. Jetzt scheint es das hier als Taschen zu geben. Oder vielleicht ist das ja auch irgendwie eine Oberbrand und die erweitert sich selber. Also die Brand, die Oberbrand in der Oberbrand. Also Kellogg's als Dachmarke und darunter Special K, die dann wiederum Untersachen hat. Keine Ahnung, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Könnt ihr ja gerne mal gucken. Ja, also hier sind 5 mal, da sind 2, also 5 Päckchen, 2 Stück. Das ist dann ganz gut. Kann man dann so snacken und auch mitnehmen. Das ist produced in, ja, produced in UE, also sie legen sich gar nicht fest, wo es hergestellt ist. Also entweder in England, in Europa. Jo, gut, dann was ist drin? Hier, wie heißt es offiziell? Chocolate flavored filling in a biscuit topped with white drizzle. Und das ist ja ein schöner Name, white drizzle. Das hier ist drizzle, das wird dann so drauf gedrizzelt. Das ist ein schöner Name, das ist ein schönes Wort, drizzle, drizzle. Ja, was ist so drin? Mehl, Schokoladenfüllung, Soja, Stabilisatoren, ja, was? Calcium? Calciumcarbonat, ja. Okay, also, ja, hier, aber was sagt der Werbetexter? Oder die Werbetexterin, wie beschreiben die uns das? Biscuit Moments Chocolate. Perfectly golden, our crispy oven-baked biscuits have a soft chocolate-flavored filling and they are topped with a white drizzle. The perfect accompaniment. Die perfekte Begleitung für Tee und für die Tee- oder Kaffeepause. Natürlich Teepause in England und Kaffeepause dann woanders. Also try Biscuit Moments Strawberry. Okay, also das Ganze gibt es noch mit anderen Füllung. Jo, jetzt mach ich mal auf. Da sind die Tütchen drin. Ich nehme mir eine raus. So sieht das aus. Hier nochmal noch mal die Zutaten. Nur der Allergiker-Hinweis. Jetzt wird's spannend. So rum. Da ist der Drizzle. Da ist der Drizzle. Und natürlich bei sowas. Stimmt, sind 2 Stück. Ich lege eins zur Seite. Der Vergleich mit der Verpackung. Also gar nicht mal so weit weg. Vielleicht von der Farbe. Ich beiß jetzt mal rein. Die Füllung ist zäher als gedacht. Und geschmackloser als gedacht. Von der Füllung schmecke ich nichts. Der Keks ist schön mürbe. Aber ein komischer Nachgeschmack. So, jetzt hier der Vergleich. Ja, tatsächlich. Guck mal. Da fallen bei mir tatsächlich sogar genauso der Drizzle. Der Zuckerguss fällt da genauso drüber. Also jetzt muss ich mal, also das ist mal ein tatsächlich, ich glaub, selten bei einem Junkfood so nah an der Verpackung. Wow, da Kompliment, aber geschmacklich. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das schmeckt so nach nix. Ich habe den mürben Keks. Da kommt so eine. Was ist das? Ein Geschmack. Ein bisschen butterig. Ja, könnte Butter sein. Ist aber Butter drin. Was sind hier nur Öl? Ist hier nur Öl drin? Gut, die Kakao. Butter. Öle. Kokosnussöl. Milchpuder. Ja, das ist keine Butter jetzt so drin. Aber, also, von der Füllung schmeckt mir jetzt wenig Schokolade oder sowas. Ein bisschen Fettkern. Also, es ist okay.
Aber irgendwie ist dadurch nicht so, also nicht so trocken, dadurch, dass man da so eine Füllung hat. Aber, also so, ja, wenn ich doch Schoko habe, möchte ich da ein bisschen Schokogeschmack. Und das Topping. Also, lässt mich ein bisschen verwirrt zurück. Aber es ist tatsächlich okay, vielleicht verbindet sich das dann gut mit Tee und Kaffee. Also, wow. Also, wenn ihr dem mal begegnet, da interessiert mich eure Meinung dazu. Es ist sehr neutral, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Also, spannend. Sehr spannend, das hier zu essen. Ja. Da, ja, ich bin ein bisschen verwirrt, aber es ist jetzt, ja, also nicht so schlecht. Ja, das kann man mal essen. Ich glaube, das passt tatsächlich ganz gut zu Tee und Kaffee. Ja, dann, ich hoffe, vielleicht hat der eine oder die andere, kann mich hier aufklären, auch schon mal probiert. Dann lasst sie in den Kommentaren da. Gerne auch ein Like da lassen und abonniert fleißig den Kanal und teilt meine Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.